Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am schnellsten den Streitkolben freischaltet. Und zwar könnt ihr das entweder im Multiplayer machen, dort müsst ihr aber 15 Spiele spielen und jeweils einen Gegner im Rutschen töten, oder ihr spielt Zombies und macht das in einer Runde. Ihr müsst dann mit rasender Wächter Elite-Zombies töten, sprich diese Sturm-Zombies, die Mangler oder die Jünger. Hierfür würde ich euch empfehlen, spielt Mauer der Toten und macht das Easter Egg so weit, sodass ihr in diesem geheimen Labor seid und die Fallen aufheben könnt. Dann würde ich euch noch Eselstritt empfehlen, Leute, weil wenn ihr dann hier unten die Fallen nimmt, wodurch die Sturmzombies spawnen, habt ihr die Chance durch Eselstritt, dass ihr noch eine habt. Also könnt ihr dann direkt in einer Runde mindestens 6 Sturmzombies töten. Und wenn ihr noch mehr holen wollt, dann könnt ihr ja noch ein bisschen warten, bis Megatron spawnen oder Jünger. Dann aktiviert ihr euren rasenden Wächter und geht die ganz schnell messern. Ich nehme die Schanze dafür, weil die ist auch ziemlich schnell und auf Stufe 3 gepuncht. Wie ihr seht, Runde 25 sterben die auch locker flockig. Wenn euer rasender Wächter dann vorbei ist und noch ein paar Sturmzombies fehlen, kein Problem. Wartet auf die nächste Runde und füllt euren rasenden Wächter auf. Und jede Runde spawnt auch so eine neue Falle und ihr könnt noch eine Falle werfen und mit bisschen Glück bekommt ihr die geworfene Falle durch dieses Eselstritt-Perk wieder. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst auch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, könnt das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.